während sich die Facharbeiter der Ampelregierung in Dönerbuden und Spielotheken mit deutschen Steuergeldern vergnügten, gingen heute ca. 100 deutsche Löwer wieder auf die Straße, um gegen die Kriegspolitik der Ampelregierung und gegen die Zustände in Deutschland zu demonstrieren. Man spazierte friedlich vom Altmarkt über die Bahnhofstraße zum Bahnhof und zurück zum Altmarkt. Das ist keine freie Gesellschaft, sondern das ist eine Chaosgesellschaft. Die Freiheit bedarf der Ordnung. Frei ist nur der, der tun kann, was er soll. Frei ist nicht der, der nur tut, was er will, sondern Freiheit bedingt Ordnung und Freiheit bedingt Verantwortung. Und es gibt einen Exzess an Freiheit, an dem jede Freiheit und jede Demokratie zugrunde gehen würde.